Wer von euch hat die Chance gehabt, heuer eine Osternacht mitzufeiern? Na doch, einige. Na fast die Mehrheit. Ja, die Mehrheit, eindeutig. Wer das heuer nicht geschafft hat, weil er gar keinen Platz bekommen hat oder aus anderen Gründen, kann sich vermutlich erinnern, wie das in früheren Jahren so war. Dunkle Kirche, Kerzen, die großen Geschichten der Befreiung Israels und dann Halleluja, die Glocken läuten, Weihwasser versprengen, lachen, spüren, Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Und nach der Kirche, zumindest in meiner früheren Pfarre, war das so, ein Ei nehmen und mit irgendjemandem becken und schauen, wer stärker ist und dazu ein Glas guten Wein trinken oder nach langem wieder ein Bier. Fastenzeit vorüber, Frühling spüren, Sonne, Vögelgezwitscher. Auch die Natur steht auf und wir mit ihr. Ich hoffe, ihr kennt das. Für mich ist das jedes Jahr eine wichtige Erfahrung. Manchmal kommt sie ein wenig stiller daher und dann wieder überraschend kraftvoll. Aber die Botschaft, du bist frei geworden von deinen Fesseln, weil dein Gott dich durch die Auferstehung von Jesus mit auferstehen lässt. Aus deinem privaten Totenreich, aus deiner Misere, aus deinen Abhängigkeiten, aus deinen Zwängen, aus deinen Verkrümmungen. Ich brauche das. Es ist so wahr und es tut so gut. Und dann kommt die Osterwoche. Ostermontag ist ein Hit. Vielleicht habt ihr auch einen Emmausgang gemacht. Früher erinnere ich mich gerne in den Weingarten und auch dort am Nachmittag ein paar Achterln gezwitschelt oder irgend sowas. Dienstag, klasse, gute Stimmung. Mittwoch geht auch noch so. Donnerstag, ja, langsam flaut das gute Gefühl so ein bisschen ab. Die Normalität kehrt wieder zurück. Der Job nervt, die Kollegin ist nach Ostern genauso mühsam, wie sie es davor war. Die eigenen Problemchen, auch die Gewohnheiten, manche davon schlecht, kehren wieder zurück. Boah, ich fange wieder an zu rudern, ich fange wieder an zu strampeln, zu ringen, zu schlingen. Vielleicht auch wieder aus dem Tritt zu kommen. Das Wetter trübt sich ein, das Aufstehen fällt wieder schwer, die dunklen Gedanken kehren zurück. Es wird wieder zach mit einem Wort. Willkommen am zweiten Ostersonntag, ihr Lieben. Erst der zweite von sieben. Es ist erst der achte Tag seit dem größten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und wir sind wieder bei Business as usual? Ganz im Ernst, was bleibt von der Osternacht außer einer unscharf werdenden schönen Erinnerung? So wie ein tolles Hochzeitsfest, wo viel getanzt worden ist und wo viel gelacht worden ist und du stellst dir am nächsten Tag vielleicht noch ein bisschen benommen die Frage, mit wem habe ich da jetzt geredet, wie hat die geheißen? Ist das genauso mit dem Osterfest? Das ist heute die Frage, über die ich mit euch reden will. Jesus ist auferstanden, Halleluja. Aber wie bleibt er gegenwärtig in unserer Mitte, ohne zu verblassen wie eine schöne Erinnerung? Das ist die Frage des Thomas. Wie an Jesus glauben, ohne ihn gesehen, wirklich erfahren zu haben. Und das ist die Frage an dich. Das ist die Frage an uns. Wie bleibt Ostern lebendig? Ich weiß, das Leben besteht auch aus anderem als aus Festen.
Im Gegenteil, es ist der Alltag, der den Großteil unserer Lebenszeit ausmacht. Und das Fest ist ja genau die Unterbrechung des Alltags. Ja klar, aber wenn der Alltag eh nicht so spritzig ist, wieso lässt du ihn dann bestimmen über dein Leben? Wieso bestimmt nicht das Fest deinen Alltag? Also in der Theorie tut es das, gerade bei uns Christen. Das ganze Kirchenjahr wird bestimmt von diesem einen großen Fest, von Ostern. Und jeder Sonntag ist ein kleines Ostern, Fest der Auferstehung, der die Woche ordnet. Also, liebe Christin, lieber Christ, wie machen wir Ostern zur Mitte unseres Lebens? Wie werden wir österliche Menschen? Schauen wir in das Evangelium, das wir gerade gehört haben. Da erkenne ich drei Dinge. Erstens, Jesus kommt. Er kommt durch verschlossene Türen. Er kommt durch deine verschlossene Tür. Er kann das nämlich. Und er tut das. Aber sei mir nicht böse, wenn er das schon schafft, durch deine so oft verschlossene Tür zu kommen, du könntest ihn doch wenigstens freundlich begrüßen. Tu das doch jetzt in einem kurzen Moment. Wenn du willst, schließ kurz deine Augen und mach dir klar, dass der Auferstandene, dein König, bei dir eingetreten ist. Und wo der König ist, da ist sein Palast. Dein Herz ist sein Palast geworden. Begrüße ihn. Zweitens, er spricht zu dir. So wie zu den Jüngern, sagt er auch zu dir in diesem Moment: Shalom, der Friede sei mit dir. Peace, mach Frieden, gib Frieden, schließ Frieden mit deinen Schwächen und mit den Schwächen der anderen. Lass dir den Frieden wünschen, den du in Wahrheit so begehrst und nach dem du dich so sehnst. Lass den Frieden in dich hinein. Und drittens, Jesus haucht die Jünger an, er bläst dir genauso seinen Geist ein. Es ist derselbe Geist, der am Beginn die Welt erschaffen hat, der seinen Geschöpfen eingehaucht worden ist. Dieser Geist ist nicht mehr und nicht weniger als das Leben. Jetzt, nach der Auferstehung von Jesus, ist dieser Geist aber noch mehr. Er ist der Geist dessen, der den Tod seiner Geschöpfe besiegt hat. Das ist der Geist, der dir da eingehaucht wird. Leben, das nicht vergeht. Leben, das dich neu erschafft. Und da ist der Thomas, der nicht dabei war. Sein Dilemma. Er hat nämlich erstens die Einhauchung des Geistes nicht erfahren. Er ist also noch alte, auf Lateinisch korrupte, vergängliche Schöpfung. Zweitens, er war nicht in der Gemeinschaft derer, die den Osterfrieden empfangen haben. Er gehört also noch nicht zur österlichen Kirche. Und drittens, für die beiden ersten Dinge kann er nichts. Wir wissen nicht, warum er nicht da war am ersten Ostersonntag, aber vermutlich nicht absichtlich.
Dabei sind diese ersten beiden, nämlich die Einhauchung des Geistes und die Gemeinschaft der österlichen Kirche, die Voraussetzung für das Dritte, dass er sein Herz öffnen kann, für die Begegnung, für die Wahrheit der Auferstehung. Jesus selber liefert ja ihm dann separat den Wahrheitsbeweis. Schau meine Hände, sieh meine Seite. Auch wenn es den Menschen damals und heute unangenehm ist, alles vergeht. Und alles, was vergeht, ist nicht wahr. Wahr ist nur, was standhält, besonders auch gegen den Tod standhält, in all seinen Erscheinungsformen, in deinen ganz privaten Totenreichen, in deiner Misere, in deinen Abhängigkeiten, in deinen Verirrungen, in deinen Verkrümmungen. Wahr allein ist der Sieg des Auferstandenen und alles andere, was du manchmal glaubst, was dir gut tut, ist Schein, der sich im Licht der wahren Sonne verflüchtigt. Daher, ich bin am Schluss, für uns. Um glauben zu können, braucht es zwei Dinge: den Heiligen Geist und die Gemeinschaft der Kirche. Wenn du zu einem dauerhaften Osterglauben kommen willst, wenn du das wirklich willst, dann öffne dein Herz gegen die Zweifel, hör und erfahr die Botschaft hier inmitten deiner Kirche und bete: Komm, Heiliger Geist, jeden Tag, und meine es ernst. Beides, nämlich jeden Tag zu sagen, komm, Heiliger Geist, und ernst zu meinen, dass er auch wirklich kommt. Wir haben dazu jetzt massenhaft Zeit. 50 Tage minus 7 bis Pfingsten. Fangen wir gleich damit an. Und es wird eine Freude in dich kommen, die andauert. Und es wird dein Glaube wachsen, der dir den Alltag nicht mehr so leicht rauben kann. Und deine Altlasten werden zum Brennholz werden für das Feuer des Heiligen Geistes. Und du wirst wachsen hinein in einen tiefen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Ich bitte dich, bitte euch, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam um diesen Geist beten. Heiliger Geist, mit jedem Atemzug kommt das Leben, dein Leben, in mich hinein. Heiliger Geist, ich will diesen Atem schätzen, weil er der Geist ist, der mich erneuert. Dein Geist, der Geist von Jesus. Ich danke dir für das Geschenk von Ostern. Ich danke dir für den Frieden, den du in mein Herz jetzt hineinsenken möchtest. Und ich bitte dich, veränder uns. Mach uns neu, mach neu deine Kirche. Schenk uns Shalom. Amen.